Willkommen zurück, Leute, zu Fairy Legends of Avalon. Hier unten, ich bin mal einmal um die, oder fast zweimal, glaube ich, um die Insel geflogen, um zu gucken, wo jetzt hier vielleicht der erste Zettel ist oder was. Die erste Seite, nichts gefunden. Vielleicht habe ich Glück damit, aber das sieht irgendwie nicht aus wie ein Papier, sondern wie eine Zwiebel oder Flasche oder so. Jetzt die schon wieder. Okay. Oh, das ist nicht so klug. Ja. Eher der andere, ne? Ja. Auch nicht. Dann nehmen wir wieder die normalen Angriffe. Oh Mann, oh. Triff mal. Aber die treffen immer. Ich will auch immer treffen. War klar? Ja. Wenigstens einer. Jawohl. Jawohl. Ja, wir leben auch noch. Ja. Oh, hallo. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Komm, den kriegen wir mal platt jetzt. Ha. Gut. Warum macht sie den zweiten dann nicht auf den nächsten? Das ist doof. Bei Final Fantasy ist es zum Beispiel so, wenn der eine dann halt tot ist, aber man hat noch die Aktion gewählt, dass der zweimal angegriffen wird, dann macht man halt den nächsten Gegner. Und sie macht dann einfach mal nur den, der gestorben ist, und das war's. Obwohl sie noch eine Aktion hätte machen können. Und die Viecher hier machen zweimal. Geht doch. Erfahrung erhalten 100. Wir haben 41. 546 wollen wir. 505 Erfahrung benötigt zum Erreichen der nächsten Stufe. Und wir haben Fertigkeitspunkt bekommen. Das ist schön. Jetzt können wir die unteren Flügel machen. Okay, benötigt aber irgendwas mit Feuerblastufe. Da können wir dann... Nee, dann lasse ich das mal. Dann nehmen wir jetzt mal hier Schwanzhörner, Aura. Ich will mal wissen, was Aura ist. Heilendes Licht, heilende Welle. Licht, heilendes Licht. Ein Licht wird erzeugt, das den ausgewählten Verbündeten heilt. Auf Stufe 3 wird der Verbündete wiederbelebt. Oder heilende Welle. Ehrlicht, eine Welle von Heilenergie wird erzeugt, die alle Verbündeten heilt. Stufe 3 werden alle Verbündeten von jedem Einfluss befreit, der auf sie negativ einwirkt. Ich nehme mal die heilende Welle. Warum nicht? Was haben wir jetzt hier gefunden? Sieht aus wie Flaschenpost. Was ist denn das jetzt hier? Hallo? Hallo? Nimm das mal mit, Mädel. Was ist, wenn das jetzt hier unsere Seite ist, die da drin ist? Hä, es ist doch schon... Hier liegt nichts rum. Auf der ganzen... Nirgendwo liegt was rum. Aber hier ist so eine Flasche. Und natürlich kann man die jetzt irgendwie überhaupt nicht benutzen, betätigen. Nix. Hä? Okay. Aber schön, dass wir jetzt eine tolle Aura haben. Das war ja wieder was jetzt. Ist unsere Gesundheit eigentlich dann wieder okay? Ich sehe das jetzt gar nicht irgendwie. Woher weiß ich, wie es mir geht? Weiß ich nicht. Ich weiß auch immer noch nicht, wo wir jetzt irgendwas finden. Und was ich auch doof finde, ist, dass ich jetzt schon zweimal versucht habe, nachzulesen, wo ich was finde. Aber nee. Also die Seiten jetzt, dass ich das nochmal nachlesen kann. Weil ich habe mir das jetzt nicht gemerkt. Weiß er das vielleicht? Oh, da bist du wieder. Kann ich dich was fragen? Natürlich, schieß los. Seiten. Du hast sie nicht zufällig aus einem Buch herausgerissene Seiten vorbeifliegen sehen, oder? Ich glaube, ich habe gesehen, wie so etwas wie ein Stück Papier ins Wasser gefallen ist. Neuer Abschnitt. Wieder lang. Die Seite ist ins Wasser gefallen. Könnte ich sie vielleicht wieder herausfischen, wenn ich über dem Meer fliegen würde? Das glaube ich nicht. Die Seite dürfte schon versunken sein. Was du brauchst, ist eine Nixe. Die kann dir deine Seite aus dem Wasser fischen. Nixe? Hier gibt es eine Nixe? Natürlich.
Meredith heißt sie und sie lebt in den Tiefen des Meeres, das unsere Insel umgibt. Und wie kann ich sie finden, wenn sie in den Tiefen des Meeres lebt? Du musst sie mit der Muschel aus dem Wasser herbeirufen. Und wo finde ich diese Muschel? Hier an der Wand hängt sie. Ich leihe sie dir gerne aus, wenn du mir einen kleinen Gefallen dafür tust. Gefallen. Und was für ein Gefallen? Um was für ein Gefallen geht es? Eine boshafte kleine Fee tut den ganzen Tag nichts anderes, als mich zu quälen. Ich glaube, sie versucht, mich in den Wahnsinn zu treiben. Ich möchte, dass du eine Lektion erteilst, sodass sie nie wieder hierher kommt, um mir auf die Nerven zu gehen. Wenn du das tust, gebe ich dir die Muschel. Okay. In Ordnung, wir kümmern uns um die doofe Fee. Sie ist nie weit von hier. Jetzt gerade dürfte sie sich beim Netzen herumtreiben. Weiß der Teufel, was sie da wieder anstellt. Okay, dann kümmern wir uns mal darum. Wo sind denn seine Netze? Netze, Netze, Netze? Da unten irgendwo? Da ist sie ja. Komm mal her, du Biest. Wir brauchen die Muschel. Bin ja sehr... sehr froh, dass das geklappt hat. Boshafte Fee. Ist das so? Und ja, wir haben anscheinend wieder volle... Ach, wir können jetzt defensive Magie machen. Wie cool. Okay, wir machen mal Tornado und Eisgeschoss. Beides. Irgendwas wird schon dabei sein. Oh, das war gut. Tornado war nicht schlecht. Ja, Tornado war schon gut. Elektrische Ladung und ein normaler. Oh, elektrisch ist auch gut. Physischer, normaler nicht so. Das kriegen wir gebacken. Sie ist ja alleine. Dann sind wir schneller. Jawohl. Ja, ja. Die haben wir. Super. Sehr schöner Abschnitt. Frage Fischer Bonn, ob er dir seine Muschel leiht. Alles klar. Ja, ich bin halt froh, dass man... Also man muss halt ein bisschen mehr, glaube ich, mit den Leuten noch sabbeln. Wie es ausschaut. Nicht nur alleine suchen. Na gut. Da bist du wieder. Das Problem wurde gelöst. Ich denke nicht, dass die Fee dich in Zukunft weiter belästigen wird. Vielen Dank, du hast mir damit sehr geholfen. Jetzt kannst du die Muschel nehmen und auf den Felsen dort drüben hineinblasen, um Meredith herbeizurufen. Danke. Dann mache ich das jetzt. Wiedersehen. Tschüss. Wo war die Muschel? Liegen doch hier irgendwo. Da ist er. Wo ist sie? Muschel, Muschel, Muschel. Hä? Wo ist denn die olle Muschel? Bin ich blind? Oder war die unten? War die hier? Hing die hier? Oh Mann! Wo ist sie denn jetzt? Sah aus, als hätte die hier irgendwo gehangen. Ja. Ich bin ein bisschen blind. Ist sie hier hinten irgendwo? Nicht zu weit vorne. Ja, da wohnen doch schon die anderen, oder? Nicht. Ist das hier sein Zuhause? Ist die Muschel hier? Ich will jetzt diese Muschel haben. Mann. Wie heißt der hier nochmal? Marsias. Ach ja. Ja, aber nee. Ja, aber nee. Doof. Ich sehe jetzt echt übersehen. Flieg noch mal genau rum. Mann, du Typ. Ich habe keine Ahnung, aber hier ist ja auch nichts vom Muschel, bla. Hier sind seine Netze. Hing die hier irgendwie da oder so?
Meredith, wir brauchen dich doch. Oh, dann kann man die Sonne aufhören, auf meinem Bildschirm zu knallen. Das ist irgendwie leicht uncool, wenn man was sucht gerade. Ja. Ja, ist ein bisschen doof jetzt, weil ich jetzt irgendwie gerade rumplemper. Meine Liebe, das Leben ist viel angenehmer, seit du mir diese Plage vom Hals geschafft hast. Nächste. Wo muss ich genau stehen, um die Nächste zu rufen? Stell dich auf den großen Felsen im Wasser. Es ist der Felsen, der der Unterwasserbehausung von Meredith am nächsten liegt. Der Felsen. Den großen Felsen. Alles klar. Wo ist deine Kackmuschel? Kann ich da reingehen? Vielleicht. Hä, die hing doch aber auch außen, oder nicht? War die oben? Ist die irgendwo oben? Aber er kann doch nicht fliegen. Also, nee. Rot? Hä? Ich hab, das war doch eine weiße Muschel. Das war doch nicht so ein... Oh Gott, ich finde mich so dumm. Oh, das tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich so dumm bin. Also für mich sah das aus, als würde die Muschel hier irgendwo hängen. So, ne? Oder irgendwo bei seinem Haus. Aber ich weiß ja nicht, wo er wohnt. Hallo, Herr Fischer, Herr Fischer. Wie tief ist das Wasser? Da ist die olle Möwe. Da ist die olle Kiste. Da ist wieder der komische Gnom. Nähä. Und irgendwo hier so eine Muschel sein. Oder auch nicht. Gehen wir mal nach da. Es war schön, hier rumzufliegen, aber wenn man gerade so ein bisschen schneller sein will, ist das nicht so geil. Ich mache jetzt mal kurz einen Cut und suche die Muschel. Bis gleich. Na, ich fühle mich irgendwie verarscht von dem Spiel, ne? Weil wir jetzt, glaube ich, die Muschel schon in unserem Inventar haben. Das ist irgendwie toll, oder? Ich meine, das ist... ich dachte nämlich, dass wir die jetzt erstmal noch aufnehmen müssen. Sie hat eigentlich prinzipiell direkt hinter ihm gelegen, habe ich in einem anderen Let's Play gesehen. Und, oh Gott, ey. Und ich suche die hier wie irre. Das ist schon blöd. Ich möchte gerne dann irgendwie, dass man weiß, dass man die schon hat. Na gut. Das blinkert hier jetzt auch schön. Wir blasen in die Muschel. Das ist der Fels, so wie es Fischer Braun gesagt hat. Zeit, in die Muschel zu blasen. Voll geil eigentlich, dass wir jetzt so eine Meerjungfrau rufen. Yeah. Okay. Warum hast du in die Muschel geblasen? Du bist nicht Fischer Bronn. Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Das habe ich mir schon gedacht. Wie bist du an die Muschel gelangt? Gestohlen. Gefallen. Ich habe Fischer Bronn einen kleinen Gefallen getan. Das ist sehr nett von dir. Er ist nicht mehr der Jüngste und selbst eine kleine Hilfe tut ihm sicher sehr gut. Was kann ich für dich tun? Seite. Ich suche eine Seite aus einem Buch. Sie wurde herausgerissen und vom Wind weggeweht. Sie muss ins Wasser gefallen und in die Tiefen des Meeres gesunken sein. Kannst du bitte danach tauchen und sie für mich finden? Lass mich mal nachsehen. Ich bin gleich wieder zurück. Vielen Dank. Wie cool. Ja, das finde ich geil an dem Spiel. So diese ganzen Wesen. Meredith ist wirklich bezaubernd und so anmutig. Ich bin eifersüchtig. Du wolltest doch mich. Lange dauern? Denkst du, es wird lange dauern? Es ist bestimmt nicht leicht, ein Blatt Papier in den großen Weiten des Meeres zu finden. Das ist wahr, aber sie wird schon in ihre Mitte Mittel und Wege haben. Hey, da ist sie. Ich habe die Seite gefunden. Hier hast du sie. Sie ist zwar total nass geworden, aber die Schrift ist noch in Ordnung. Sie muss wohl unter irgendeinem Schutz stehen.
Danke sehr, das ist wunderbar. Gib mir jetzt bitte die Muschel, ich werde sie zu den Netzen von Fischer Bronn bringen. Er wird sich bestimmt darüber freuen. Hier hast du sie und danke nochmals. Nein, wir behalten die Muschel, damit du immer kommst, wenn wir wollen. So, jetzt können wir Bert die Seite geben. Das tun wir doch gleich mal. Und dann unser Macker kann dann mitkommen oder sich noch ein bisschen mit der Meerjungfrau vergnügen. Tada, da sind wir auch schon. Guck mal, hier ist schon mal eine Seite. Cool, ne? Was gibt es Neues wegen meiner geliebten Seiten? Kannst du mir gute Nachrichten unterbreiten? Nasse Seite. Hier ist die Seite, die im Meer versunken ist. Wir mussten die Nixe Meredith darum bitten, sie für uns zu holen. Von ganzem Herzen will ich euch für diese Seite danken. Wahre Helden sagen, werden sich um eure Taten ranken. Sie hätten sich ihren Platz wahrlich verdient in meinem Werk, das sich alter Legenden bedient. Auf bald. Wir werden unsere Suche fortsetzen. Ich möchte gerne... Ja, ich hätte gerne eigentlich den Tipp nochmal, wo wir die nächsten Leute fragen können. Weil das war ja jetzt nur eine Seite. Vielleicht weiß sie das ja. Weil sie meinte doch mal, sie kann uns irgendwie, wenn wir nochmal wiederkommen, helfen oder so. Kann ich dir irgendwie helfen? Seiten. Du hast hier in der Gegend nicht zufällig Seiten gesehen, die aus einem Buch herausgerissen worden sind, oder? Nein, tut mir leid. Na gut. Bei ihr hatten wir kein Glück, vielleicht bei jemand anderem. Trollgelegenheit. Das wird auch nichts, vielleicht können die beiden mir ja helfen. Information. Bitte. Fliegende Seiten. Dir ist nicht zufällig eine Seite aus einem Buch über den Weg geflogen, oder doch? Ich glaube, ich habe eine Möwe gesehen, die ein Stück Papier im Schnabel hatte. Vielleicht ist das ja die Seite, die du suchst. Ah, danke. Ich werde versuchen, die Möwe zu finden. Ja, das ist geil. Dann finden wir vielleicht sogar noch die zweite. Ich saß doch hier irgendwo da hinten. Schon so langsam kennen wir die Insel. Das ist das Nest der Möwe. Die Seite muss da drin sein. Blöd, dass der Vogel gerade im Nest schläft. Schleichen wir uns an die Möwe heran. Ich glaube nicht, dass wir jemanden aus dem Schlaf reißen wollen, dass der so einen Schnabel hat. Oh-oh. Oh-oh. Die schnappt nach uns. Es wird schwer zu bekommen, was wir wollen, ohne ihr ans Federkleid zu gehen. Ihre Aggressivität lässt darauf schließen, dass sie brütet. Okay, dann ablenken. Vielleicht sollten wir sie für einen Moment ablenken? Das ist keine schlechte Idee. Versuchen wir, sie aus ihrem Nest zu locken. Mit einem Fisch. Wir können einen Fisch dort drüben so hinlegen, dass sie ihn sieht. Den wird sie sicher sich nicht entgehen lassen. Und dann schnappen wir uns die Seite. Das klingt gut, aber wo kriegen wir einen Fisch her? Fischer Bronn. Er wird uns bestimmt einen geben. Du hast recht, der wird uns nur allzu gerne helfen. Machen wir uns auf den Weg zu seiner Hütte. Okay. Ab die Post wieder zu ihm hin. Jetzt soll er uns schon wieder helfen. Hallo meine Liebe, das Leben ist so viel angenehmer, seit du mir diese Plage vom Hals geschafft hast. Fisch. Ich muss eine Möwe von ihrem Nest weglocken. Hast du einen Fisch für mich, mit dem ich das machen könnte? Fisch, Leute, habe ich meinen letzten Fang den Goblins in der Drachenhöhle gegeben. Jetzt gerade ist Ebbe, da kann ich auch kein Netz auswerfen. Aha. Also müssen wir jetzt in die Höhle? Echt jetzt? Oh nee, nee. Ach, da ist sie ja schon wieder. Können Sie uns nicht helfen? Hi. Ach, hallo du wieder. Willst du wieder etwas aus dem Meer fischen lassen? Ja, ein Fisch zum Beispiel. Fragen. Nein, aber ich würde dich gerne etwas fragen. Ich bin ganz Ohr. Avalon. Was kannst du mir über die Insel erzählen? Der königliche Hof befindet sich auf der Insel, aber mehr kann ich nicht sagen, denn ich kann ja nicht an Land gehen und dein Interesse an der Unterwasserwelt, die die Insel umgibt, dürfte nicht sehr groß sein. Doch. Doch. Hallo? Ja, dann tschüss. Sollen wir jetzt in die Drachenhöhle wieder den Fisch holen? Ich hoffe, ich bin jetzt richtig, dass ich da reingehe wegen der Trolle und so. Aber wir gucken einfach mal, wenn hier nichts ist, dann... Aber guck mal, da sind ganz viele. Schau, die Goblins haben uns diesen Goblin einen Kreis gebildet, als würden sie ihn beschützen wollen, Goblin. Er scheint in Schwierigkeiten zu stecken, Goblin. Kämpfen, Trank. Was für ein Trank?
Was? Kämpfen? Kämpfen. Sie haben uns angegriffen und verdienen kein Mitleid. Wenn wir einen Goblin erledigen, finden wir bei ihm bestimmt einen Fisch. Oh, oh. Das war jetzt bestimmt voll der Agro-Dings. Wie, was hätte ich denn mit einem Trank machen können? Keine Ahnung. Weiß nicht, ob das jetzt so gut war. Das war ein Wassergoblin und dann der junge Wassergoblin. Ich weiß nicht. Ich glaube, das mit dem Trank wäre jetzt irgendwie geschickter gewesen. Aber naja. Ja, das kloppt auf jeden Fall mehr rein mit normalem Angriff. Dabei bleiben wir dann wohl erstmal. Ja, die sind natürlich zu viert. Das dauert jetzt immer eine Weile und wir müssen ganz schön einstecken. Und die doofen Feen können ja nicht einfach mal wegflattern. Die Ollen. Na komm. Mach ihn platt. Genau. Den haben wir auch. Und sie, wie gesagt, hätte jetzt den zweiten Schlag wieder auf den nächsten machen können. Macht sie aber nicht. Jetzt sollen wir den Jungen angreifen. Das ist natürlich nicht schön. Egal. Aber der vierte ist irgendwie, ja, wie gesagt, im Hintergrund. So, was ist mit dem jetzt? Du hast gewonnen. 105 Erfahrungen. Cool. Cooles Ding. Na bitte, jetzt sollten wir wirklich genug Fisch haben. Perfekt. Wir müssen den Fisch in der Nähe vom Nest der Möwe ablegen. Ja. Wir sind die Agroelfen. Wir sind die Agroelfen. Okay, dann. Den haben wir ja jetzt wieder automatisch. Dann nicht, dass ich den hier wieder suche. Die Zeichnungen in den Ladesequenzen finde ich übrigens sehr schön, mal nebenbei bemerkt. Erinnern mich sehr an so, habe ich auch, so Fabelwesen, vor allem so Feen- und Elfenbücher mit sehr schönen Illustrationen, handgezeichnet und so, mit Beschreibungen, was das für Wesen sind und wo die meistens leben, was die meistens machen. Viele davon sind ja auch gar nicht immer nur gut, sondern oft ja dafür da, Menschen auch zu verwirren oder in ihre Welt zu locken und so. Sehr schönes, spannendes Thema, fand ich schon immer. Allerdings geht es davon weiter im nächsten Part von Fairy Legends of Avalon. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, und bis zum nächsten Part.